Hallihallo, liebe Gothic-Freunde, schön, dass ihr da seid. Wie die meisten von euch wissen werden, habe ich alle Gothic-Teile jetzt erfolgreich nachgeholt, wenn man mal von einem kleinen Handyspiel absieht. Und das einzige Folgerichtige ist natürlich, da mit der Risen-Reihe weiterzumachen. Und das habe ich jetzt getan. Ich habe 1,5 Stunden in Risen 1 reingespielt. Risen ist ja im Jahre 2009 erschienen, noch vor Arcania, und ganz vielen Menschen in der Gothic-Community gilt es so als das wahre Gothic 4. Eine Einschätzung, die ich nach meiner kurzen Reinspielzeit jetzt durchaus nachvollziehen kann. Es ist schon sehr Gothic-like, kann man nicht anders sagen. Es wirkt teilweise schon wie eine Kopie. Und wenn man sich mal anhört, was Bodo Henkel in den ersten Sekunden des Intros so sagt, könnte man sogar meinen, es ist sogar anzunehmen, dass man sich im selben Universum befindet. Du fragst dich sicher, wo wir sind. Aber die richtige Frage lautet, was ist geschehen? Ich werde dir die Geschichte erzählen. Die Götter haben die Welt verlassen. Der Ort, an dem man sich befindet, wird bewusst verschwiegen. Mitgeteilt wird einem nur, dass die Götter von der Welt verbannt wurden. Moment mal, wie war das nochmal mit dem Adanos-Ende bei Gothic 3, welches als kanonisch gilt? Dort wurden die Götter von der Welt verbannt. Das kann kein Zufall sein, das ist sehr, sehr interessant. Ansonsten fand ich den Einstieg eher bescheiden. Die Introsequenz ist ganz schön gemacht, auf der technischen Seite von Gothic 3 kommt, ist das auf jeden Fall ein Quantensprung. Das, was allerdings da drinnen passiert, fand ich so ein bisschen nichtssagend. Ein Typ mit modifiziertem Auge macht undurchschaubare Dinge, man gerät in einen Sturm hinein, das Schiff bricht in 3 Teile und nach einer Ohnmacht wacht man an einem Strand auf. Der gute alte Robinson Crusoe-Beginn, die Schiffbrüchigen-Geschichte. Die ist halt leider ausgelutscht wie eine Schleckmuschel am Ende eines Kindergeburtstags. Da geht mehr. Und die Amnesie, die dann scheinbar noch oben drauf kommt, tut ja Übriges für einen eher bescheidenen Einstieg. An dem Strand habe ich dann mit Sarah meine erste Gesprächspartnerin getroffen. Die war so eine Art Tutorial-Charakter, der jetzt auch nicht dafür gesorgt hat, dass ich den Einstieg mehr mag. Die war sehr künstlich, also die sagt so Sachen wie, zum Braten brauchst du eine Pfanne und so ein Kram. Es gibt auch einige Pflanzen mit heilender Wirkung. Nimm am besten alles mit, was du an seltenen Pflanzen findest. Und sie hat sich nicht bewaffnet, obwohl wir durch einen sehr gefährlichen Waldabschnitt gelaufen sind und überall Knüppel herumlagen. Sie wirkte wie eine Textbox in Menschengestalt. Grundsätzlich ist das eine wunderbare Idee, anstatt Textboxen einen NPC zu benutzen, der auf natürliche Art und Weise in normal klingenden Dialogen ein bisschen was mitteilt. Den natürlichen Ton trifft sie aber leider zu keiner Zeit. Das ist wirklich schade und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe sehr, dass sie keine größere Rolle in der Geschichte einnehmen wird. Ich befürchte aber schon. Aber hey, vielleicht wird das Writing ja da noch ein bisschen besser und sie wird kein nerviger Charakter. Ansonsten habe ich halt so gemacht, was man macht, also gelootet, was rumlag. Ich habe hinter jeden Busch, ich habe in jede Ecke geschaut und dabei gleich gemerkt, dass sich das Verlassen des Weges hier sehr, sehr lohnt. Die Suche nach irgendeinem Kram macht hier richtig viel Spaß. Und den Weg zu verlassen führte mich auch gleich zu Dingen, von denen ich das Gefühl hatte, dass sie für mich wertvoll sind. Da war ein Schwert, das meinen Holzknüppel ersetzte. Dann habe ich mal ein Schild gefunden, was mich sehr überrascht hat. Denn mit Schilden habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Und das war sehr belohnt. Das war immer wieder ein schönes Gefühl. Wenngleich ich auch ein bisschen überrascht war von dem sehr langen, eher linearen Abschnitt, der mich hier begrüßt hat. Also man läuft vorerst auf eher vorgegebenen Wegen. Die haben zwar auch mal Abzweigungen, man kann mal nach links oder nach rechts laufen, aber so eine richtig offene Fläche, wie zum Beispiel der Wald in Gothic 1, sowas sucht man anfangs vergeblich. Man wird dann noch sehr an der Hand genommen und gelenkt. Die Gegner, denen man dabei begegnet, die wirken, man kann es nicht anders sagen, wie Kopien der Gothic-Gegner. Mein erster Gegner am Strand war ein Geier, der an einem Leichnam herumgepickt hat. Und von Weitem dachte ich wirklich, oh, ein Scavenger. Aber nein, es war ein anderes, geflügeltes, großes, nicht fliegendes Wesen. Die Ähnlichkeit ist aber sicherlich kein Zufall und dass eben dieser Gegner auch als schwacher erster Gegner etabliert ist, passt zu dem Bild, das man eigentlich von den Scavengern hat. Und es ging dann auch auf diese Art und Weise weiter.
dann gab es Wölfe im Wald, dann gab es mit so Motten ein Blutfliegen-Pendant. In Höhlen lebten wie eigentlich die Goblins in Gothic 1 und 2 Gnome, die genauso wie auch die Goblins herumtanzten. Dann kam ein Keiler, der übrigens zu meinem ersten Tod geführt hat. Das ist alles schon sehr, sehr auffällig und ich bin sehr gespannt zu sehen, was da an Überschneidungen mit den Vorgängerspielen noch so kommt. Die Kämpfe liefen eigentlich bisher ganz gut, muss ich sagen, wenngleich sie auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind. Man kann jetzt nämlich Blocken gedrückt halten, eine Funktion, die mir bisher sehr mächtig erscheint, weil man, solange man das Schild oder das Schwert schützend vor sich hält, wirklich auch gar keinen Schaden abbekommt. Zumindest war das bisher so. Auf diese Art und Weise konnte ich auch gleich die Gnomenhöhle leerräumen und die Wölfe töten, ohne zu sterben. Erst ein gutes Stück weiter oben hat mich dann der angesprochene Keiler auf den Boden geschickt. Es wirkt also auf mich bisher eher verzeihender als die Gothic-Teile, wenngleich ich auch merke, dass ich das Kampfsystem noch überhaupt nicht durchschaut habe. In einem Arena-Kampf im Banditenlager habe ich zum Beispiel das erste Mal gegen einen menschlichen Gegner gekämpft und im Gegensatz zu den Tieren hatte ich bei dem so gar kein Gefühl dafür, wie ich an ihn herankomme, wie ich gegen ihn taktieren soll. Da ist noch sehr viel Optimierungspotenzial vorhanden, das auf jeden Fall. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich höchst wahrscheinlich wieder auf den Nahkampf gehen werde, sehr konservativ, ich weiß, aber ich habe jetzt schon Lust bekommen, das Nahkampfsystem ein bisschen zu durchschauen. Meine ersten Lernpunkte habe ich dazu passend natürlich in Stärke investiert. Ich will stärker werden. Allerdings konnte ich da nur 5 investieren, weil das Lernen hier relativ viel Gold kostet. Es scheint also so, als sei Gold ein wichtigerer Faktor als gewohnt. Meistens ist das aber für einen loot-affinen Kerl wie mich das kleinste Problem. Alles wird also darauf hinauslaufen, Stärke- und Schwertkampf-Skills zu lernen. Es gibt jetzt Schwertkampf-Skills allgemein, keinen klassischen Einhand- oder Zweihandkampf mehr. Ich denke, ich werde durch die Steigerung des Schwertkampf-Skills neue Kombos und sowas bekommen. Aber so richtig durchblickt habe ich es noch nicht. Ich habe es halt im Menü studiert, das war's. Und das Menü ist übrigens sehr übersichtlich, sehr zugänglich, viel besser als das in Gothic 3. Ich bin Rachel, die Frau des Don. Ich kümmere mich um die Schweinebande hier draußen. Von der Welt und der Geschichte habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel mitbekommen. Ich habe jetzt bis zum Banditenlager im Sumpf gespielt. Ich habe dort schon fleißig Dialoge geführt und Missionen angenommen, die ich jetzt bald absolvieren möchte. Also ich habe jetzt noch nicht viele Quests erledigt. Und dieses Lager versprüht natürlich durch und durch Gothic-Vibes, genauso wie die Monster auch. Aufgespießte Tiere drehen sich über dem Feuer. Stumpfe Typen lieben es, ruppige Worte auszuspucken. Du wirst nicht aufhören zu nerven, oder? Okay, du Großmaul, dann pass mal auf. Irgendein Türsteher versperrt den Einlass zum Obermacker, den man nur erringen kann, indem man sich nützlich macht oder ihm irgendetwas Wertvolles bringt. In der Arena wird gekämpft. Ein besonders großer Arsch behandelt einen besonders schlecht und pflanzt erste Rachegelüste in den Geist. Ich bin kein Arbeiter. Bist du nicht? Sehr gut, dann bist du ab jetzt mein Lakai. Ich hab Hunger. Lefty lässt grüßen. Es ist alles wie immer. Es ist voll wie Gothic. Und ich finde das, auch wenn es ein bisschen plump ist, voll okay, weil ich momentan Spaß habe. Am Anfang wurde also sehr meine Skepsis geweckt. Also weder Sarah, der erste Charakter, noch dieser Robinson Crusoe-Einstieg konnten mich auf irgendeine Art und Weise überzeugen, aber jetzt, wo so die Gespräche und die Quests an der Tagesordnung sind, ich so ein bisschen weiter in das Inselinnere vorgestoßen bin, habe ich richtig Lust, dahin zurückzugehen. Ich möchte jetzt wissen, was hat es mit der Inquisition auf sich, von der einige schon sprachen? Was hat es mit den Artefakten auf sich, die in irgendwelchen Ruinen gesucht werden? Gothic 3 lässt grüßen. Und generell finde ich es ganz spannend, diesen Mix zu beobachten aus allen 3 Gothic-Spielen. Durch die neue Engine, also die Genom-Engine, wirkt es so ein bisschen optisch wie Gothic 3, vom ganzen Spielaufbau eher wie Gothic 1 und 2. Es ist ein bisschen so, als hätte man alle Gothic-Teile in den Mixer geworfen, draufgedrückt und diese Masse, die dann unten rausläuft, ist Risen. Ich hoffe sehr, dass hinten raus keine Zutaten dazukommen, die diesen ganzen Brei versalzen. Gothic 1 und Gothic 2 waren ja gerade hinten raus stark am Abbauen, um es mal nett auszudrücken. Es wäre schön, würde Risen diesen Fauxpas vermeiden. Ich befürchte, es wird nicht passieren, aber hoffen
Darf man ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns alle dann wiedersehen, wenn mein großes Testvideo in absehbarer Zeit folgt, vielleicht in 2 oder 3 Wochen, wir werden sehen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bedanke mich, dass ihr dabei wart und bis dann. Ciao, ciao. Thank you.